Hallo und herzlich willkommen zu Gordosmophie. Ich bin immer noch hier. Seht ihr das? Was möge das bedeuten? So ein kleines sportliches Auto, da finde ich ja gelb ganz gut für, ne? Zumal mein erstes Auto gelb war. Jetzt habe ich da vielleicht irgendwie so einen kleinen Hang zu, man weiß es nicht genau. Keine roten Autos. Das ist eigentlich auch nicht so meine Farbe. Was ich allerdings cool finde, ist dieser Effekt, dass die manchmal so auch verschieden schimmert. Ja, das hat schon was. Bordeaux-Rot Metallic soll das übrigens sein. Nein. Klar, schwarz geht immer. Ja, schwarz sieht immer irgendwie cool aus, aber ist auch am Ende natürlich irgendwo immer ein bisschen das Gleiche, ne? Nightfall Blue Metallic. Also ich hatte mal ein Auto, das war, man hat eigentlich, hätte jeder gedacht, dass das schwarz ist. Es war aber tatsächlich ein Mitternachtsblau. Das hatte schon einen coolen Effekt, wenn der in der Sonne stand. Der ist mir aber noch zu blau. Der übrigens auch. Hat was. Finde ich nicht so übel. Und die Farbe steht dem, finde ich, eigentlich auch sehr gut. Ja, so ein Blau Metallic, da weiß ich auch nicht so richtig, was mit anzufangen. Silber, okay, weiß. Pff, nee. Was denkt ihr denn, welche Farbe ich nehmen soll? Jetzt in die Kommentare schreiben. Muss ich jetzt noch warten? Nein, ich warte nicht. Ich hänge tatsächlich zwischen Storm Titanium Metallic und dem Gelb. Aber das ist so eine ausgefallene Farbe, die wird man wahrscheinlich auch so schnell nicht wiedersehen. Also schreibt mir mal rein, welche Farbe ihr genommen hättet. Ich nehme die und steige ein. Und jetzt kommt das Allerbeste. Jetzt gehen wir in dieses Rennen. Und dann sagt er, nee, mit dem Auto darfst du nicht fahren. Das wär's. Ich wollte einfach mal wieder ein normales Rennen fahren. Einfach mal so zwischendurch, auch wenn du hier vielleicht nicht viel gewinnen kannst, weiß ich nicht. Aber wir sind jetzt so viel Dreck gefahren und da kommt noch mehr Schnee und Eis und sonst was. Dann machen wir das nächste Mal oder so. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das Ding entweder hier total falsch eingestellt ist von den Kollegen, die mir den verkauft haben. Ja. Oh, guck mal, der hat nur eine 5. Andere Autos haben da mehr, ne? Oder? Ich bleib mal bei unserer Standardeinstellung 3. Auch wenn das jetzt vielleicht. Oh, da war so. Da fährt einer mit hier, den wir haben, ne? Mal gucken, wie der jetzt mithalten kann. Mal gucken, wie ich mit dem Auto klarkomme. Und er schaltet aber langsam. Alter, wie kommen wir überhaupt nicht hinterher? Ach, da ist unser Kollege da vorne. Genau das gleiche wie wenn du den Beastback-Fahrer mit dem Auto fahren lässt. Der fliegt auch immer von der Strecke runter. Ey, der hier vor uns ist ja auch cool. Was ist das für eine Karre? Geh mal weg. Wegschub. Ey, der hat den aber getuned. Ey, guck mal, siehst du, ja, ich bin sicher, der fliegt gleich wieder irgendwo aus der Kurve. Die AI kommt mit dem Auto nicht klar. Hey. Ich muss den da vorne noch einholen. Wir haben nur 2 Runden. Warte mal. Der ist definitiv am schnellsten von euch allen hier. Ich wollte das eigentlich vermeiden, den jetzt hier noch tunen zu müssen. Ich habe gedacht, der hätte lang genug Leistung, um das hier zu schaffen. Wahrscheinlich hat er das auch. Aber ich habe scheinbar nicht die Fähigkeiten.
Wer ist denn jetzt von uns als erster über die Ziellinie gefahren? Die habe ich scheiße angefahren. Die auch. Jetzt nochmal. Oh. Das war knapp. Die Karre fast weggeschmissen. Und jetzt nochmal um Ecken rum. Hier nochmal ein bisschen langsamer. Okay, der liegt schon an sich ganz gut auf der Straße hier, der Kleine. Okay, der wiegt ja auch nix. Aber den Vorteil haben die anderen ja auch. Die haben alle leichte Autos. Schön. Hat da insgesamt ganz gut geklappt. Auch wenn der eine da, glaube ich, tatsächlich ein bisschen mehr Leistung, glaube ich, als wir hatten, ne? Hier der Lotus Elise Type 72. Keine Ahnung. Und der Ginetta hat tatsächlich den vierten Platz noch gemacht. Aber der ist, glaube ich, auf 1 gestartet, ne? Ja, wir hätten unseren Ginetta auch tun können. Keine Frage. Hätten wir bestimmt auch mit gewinnen können, vielleicht. Da ist auch wieder ein Type 72 bei. Der war schon schnell. Ich gehe mal davon aus, der wird sich auch wieder nach vorne absetzen. Wo willst du hin, Junge? Echt? Was ist das für eine Strecke? Kennen wir die? Ja. Die sind wir auf jeden Fall schon mal gefahren. Geht dann da vorne nicht gleich durch so einen Tunnel durch irgendwie? Unterführung? Aber möglicherweise ist das eine andere Streckenführung. Ui. Oh, da können wir uns aber gut absetzen hier. Leco Funny. Nicht übersteuern. Oh nee. Oh nee, komm. Nee, ist das meine Angstkurve? Da ist er wieder. Ich werde ihn nie richtig anfahren. Ich werde ihn nie richtig anfahren. Es wird nicht möglich sein. Diese Kurve wird nie für mich möglich sein. Gut, du kriegst die Reifen gar nicht warm gefahren bei dem Auto, du. Der ist zu leicht. Aber den kannst du schon ganz gut driften lassen.
Ja, ich frage mich, ob der auch für andere Rennen interessant sein könnte. So ein kleiner, leichtes, quirliges Dingen. Kannst ja jetzt, wenn du halt ein anderer drin fährst, kannst du halt gut noch ein bisschen tunen. Der liegt schon ganz gut auf der Straße. Kurz gegenlenken, dann hast du den eigentlich wieder im Griff. Jetzt wieder Angstkurve, ich weiß nicht wo. Ich weiß einfach nicht. Guck mal, das war fast. Das war doch fast gut. Wenigstens einmal fast gut. Und die Reifen habe ich auch ein bisschen wärmer gekriegt. Läuft. Ja, das war leicht. Das war richtig leicht. Tja. Sehr gut. Und jetzt kommt, glaube ich, noch mal irgendeine doofe Strecke. Gerade nicht so richtig drauf geachtet, aber ich glaube, das ist nur dunkle, ne? Wieder bei Nacht oder so, irgendwas. SS, ja, SS-Route, das ist die SS-Route ist nichts für mich da. SS Super Scheiße Route. Triumph Spitfire. Mini Markus GT70. Was ist das für ein Auto? Der ist das. Echt? Aber beim Mini war der nicht drin. Oder? Als war da. Da waren nur so die normalen Minis drin. Also coole Karre, ne? Sieht cool aus. Die Lichter, ne, das funktioniert ja irgendwie nicht. Hast du dir mal im Replay angeguckt, wenn die Autos Licht anhaben und dann immer so durch andere Autos durchleuchten? Ich weiß nicht, was die da für Scheinwerfer dran haben, Röntgen oder so. Oh, der geht mir aber gerade immer über den Arsch weg hier. Aber deshalb lenkt der auch so schön ein. Das ist, weil der immer ein bisschen mit dem Arsch rumkommt. Hier kriegst du wenigstens kein Penalty, wenn du einen anderen mal schubst. Stell dir mal vor, das würde ja auch passieren. Alter, du würdest ja gar nicht mehr fahren können. Oh, das ist aber eng hier, ne? Na. Jetzt hört mal auf, so zu drängeln. Ich mach das ja auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir die in der Konfiguration schon mal gefahren sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist rückwärts, ne? Oder? Ja, muss ja. Wobei ich weiß gar nicht genau, was hier rückwärts und was vorwärts ist. Sachen. Alter, wie flott der hier durch den Tunnel geht. Oh, das war wohl zu flott gedacht. Da ist auch einer flott unterwegs.
Bei manchen frage ich mich wirklich, wie die ihre Karren über den TÜV kriegen, ehrlich. Bei dem Lärm, den die machen. Okay, jetzt kommt wieder diese S. Ja, da kommen sie. Müsste hier nicht das Ziel kommen? Ah ja, geht doch. Ich lasse das jetzt mal kurz laufen und dann achtet mal auf die Scheinwerfer, wenn ein Auto vor so einem anderen Auto lang fährt. Die leuchten in der Regel durch. Das sind so Röntgenscheinwerfer. Das ist vielleicht nicht immer, aber mal gucken, vielleicht sehen wir es ja. Ja gut, das waren jetzt Scheiben, das war legitim. Ja. Halt, geht alles ein bisschen schnell, ne? Man sieht sie mehr von hinten als von vorne, das ist auch doof. Also siehst du, jetzt hat man das gesehen. Meiner durch den gelben. Naja, ihr könnt ja. Ja, das hast du dann auch wieder gesehen. Ihr könnt ja mal das Video anhalten, wenn ihr euch das angucken wollt. Röntgenscheinwerfer, der neueste Shit, hör mal. Ich glaube, wir haben es, ja? Haben wir es? Lotus Europa Spezial. Sieht ja ein bisschen aus wie ein Pickup. Hat der da, aber der hat wahrscheinlich seinen Motor da hinten drin, ja? Oder wo hat er seinen Motor? Vorne wäre jetzt nicht so viel Platz, aber der wird auch nicht die größte Maschine haben. Cool. Cool, cool, cool. Aber A dürfen wir da auch fahren, ne? Ja klar. Wir dürfen auch A fahren. Was? Ach so. Ich wollte auch dahin. Lotus. Lotus Esprit. Wir sammeln Lotus. Lotusen. Wir sind voll am Lotusen, hör mal. Ja, das ist ein Mittelmotor. Abgedrehtes Auto, ey. Acht. Ich bin sicher, dass du ihn dafür nicht kriegst. Diese... Ich gehe mal davon aus, in dieser Schwarzwaldliga darfst du dann nur deutsche Autos fahren, ne? Oh. Ja, und den wahrscheinlich nicht, ne? Steigen wir da ein? Ich glaube nicht, dass wir den da fahren dürfen. Ich glaube, wir haben das auch schon mal ausprobiert. Europa. Ja gut, das ist hier das nur französische Autos. Was mache ich denn? Schwarzwaldliga? Ja. Das haben wir nicht im Angebot. Das haben wir auch schon mal nachgeguckt. Aber was ist denn hier bei den... Franzosen,
Was ist ja bei den französischen Kollegen? Können wir da mal gucken, was wir hier haben, ein französisches Auto. Frankreich. Ja gut. Wir haben den Renault 5 Turbo. Steig mal ein. Da gucken wir uns auf jeden Fall mal eben an, wie sich die Karre da macht. Oh, Frankreich, Championship Race. Das ist A. Und mit 10.000 Dollar oder Franc, Euro, da werden wir möglicherweise haben keine Schnitte. Nein, nein. Ich habe den nicht eingestellt. Ich wollte nur mal reingucken. Alter, was ist das für eine Kackstrecke? In die Streckenführung muss ich doch ein Franzose ausgedacht haben. Darf es nicht wahr sein. Ehrlich, ey. Und der ist nicht eingestellt. Der wird jetzt Kacke fahren. Damit kannst du keinen Preis gewinnen. Hallo, fährt der überhaupt? Was ist denn das hier vor mir? Megane oder was? Was ist das? Hau mal ab. Mit deiner Familienkutsche. Ich glaube, es hackt. Wir fahren hier Rennen. Ja, nicht im Urlaub. Alter. Ich habe ja gedacht, der wäre ein bisschen spritziger unterwegs, ne? Der fährt auch nicht in eine Kurve. Alter, ich schwöre, das so ist. So war es nicht, mit einem Renault 5 Turbo zu fahren. Auf jeden Fall hat er sich nicht so angehört. Der hört sich doch nicht an, als wenn er gerade 6,5 Umdrehungen hat hier. Hört sich so nach 4,5 an oder so. Die fahren mir auch mal geschmeidig davon irgendwie. Quäl. Mein gut, das macht jetzt auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass der noch seine diese ganzen Kontrollen an hat. Muss ja mal ohne die Kontrollen fahren. Um mal so ein Gefühl dafür zu kriegen, wo der überhaupt liegt, der Junge. Gehen wir mal raus. Nee, ich will aber nicht. Ach, du willst dann auch wieder da rein, weil das ein Championship ist, ne? Na, das Scheiße, ehrlich, ey. Dann lass. Genau das will ich. Danke. Ich finde das gut, dass die nicht 37 Mal nach irgendwas fragen. Weißt du? Wenn du wirklich, bist du dir auch ganz sicher? Sollen wir nicht nochmal drüber reden? Möchtest du einen Therapeuten? Guck mal, das ist ein. Wir fahren ja schon Turbo, ja? Aber wir können trotzdem Turbo Kit 1, 2 und 3 dafür kaufen. Ist das nicht? Das ist doch voll lieb, ne? Oh, das. Also mit dem 1er kommen wir auf 190 und mit dem 2er komme ich gerade mal auf 211. Ganz ehrlich,
Das sind ja fast 10 mehr, die ihr dafür hinlegen muss. Und ich glaube, so viel brauchen wir da nicht. Ich kaufe jetzt den. Ja, ich will ja auch noch ein bisschen was anderes tun da dran. Kann natürlich jetzt ein Fehler gewesen sein. Der bringt uns nochmal 8 PS. Also, so ein Sportluftkühler. Ist doch der Luftkühler, ne? Oder? Musst du schon haben. Oder musst du natürlich, ja, so ein Racing-Chip haben. Wobei ich mich echt frage, wie das möglich ist bei so einem Auto. Von wann ist der? Da gab es doch keine Racing-Chips für, oder? Aber da kommt man auch nochmal. Dankeschön. Und hier haben wir Engine Balancing für ein Schweinegeld. Alter, Leben nicht. Und zum Port polieren? Nee. Was ich mir noch vorstellen könnte, das wäre so ein netter Auspuff. Damit das Ding so laut wird wie die Karre, die da eben vorbeigefahren ist. Auf jeden Fall. So. Und damit bewegen wir uns jetzt schon langsam so in so einer Region. Ne? Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Der ist gut jetzt. Das ist jetzt. Ist das ein Renault 5 Turbo? Ja? Jetzt ist das eine kleine Wildsau geworden. Und jetzt werden wir uns das mal angucken hier. Und wir fahren natürlich hier alles. Wir wollen alles haben. Wir wollen das volle Programm. Auch mit den Settings. Mach mal hier. Driving Aids. Hört sich an wie eine schlimme Krankheit. Hey, was hast du da noch? Ich habe Driving Aids. So. Guck mal, da fährt auch so eine Karre noch mit. Den werden wir jetzt erstmal in die Schranken weisen. Merkwürdige Strecke, ehrlich, ey. Schub mich nicht. So richtig biestig fühlt er sich ja immer noch nicht an, ne? Da vorne, die Alter, der geht nicht in die Kurve rein. Kann ich einen Frontflügel kaufen? Oh, ich mag die Strecke nicht. Ich hoffe, jetzt hier auf der Geraden können wir vielleicht ein bisschen unsere Leistung jetzt ausspielen. Aber so wirklich das Gefühl habe ich ja gerade noch nicht, ne? Ist das eigentlich bei so einem Championship, wenn du dieses Auto gewinnen willst? Reicht das, wenn du den Championship gewinnst, oder musst du jedes Rennen gewinnen? Oh, das sind vier? Vier? Na gut, es gibt auch 10.000 Dollar dafür, ne? Aber vier? Auf dieser verkackten Strecke hier?
Was ist denn das für eine Karre? Ist das ein Peugeot oder was ist das? Alter, der geht ja ab. Ist doch nicht normal. Der sieht nicht so aus, als wenn der so abgehen sollte. Ransaugen. Boah, lecko funny, ey. Jetzt geh mal weg hier. Randrück. Wobei das immer leichte Vorteile hat. Wenn einer vor dir lang fährt, dann kannst du da natürlich so ein bisschen abgucken, wo es lang geht, ne? Als wären die Reifen auch langsam warm. Das hat schon... Also in der Lenkung ist der echt träge. Bis der mal so auf die Lenkkommandos reagiert, die du ihm mitteilst. Das fühlt sich jetzt nicht an wie so ein kleines Auto. Das fühlt sich eher an wie, weiß ich nicht, so ein Koffer, den du fährst. Das Auto fühlt sich alles nach allem an, nur nicht leicht. Uns langsam ein bisschen absetzen, das macht auf jeden Fall schon mal einen ganz guten Eindruck. Solange ich jetzt keine Scheiße baue, sollte das auf jeden Fall klar gehen. Fällt das eigentlich vielleicht jetzt in irgendeiner Art und Weise auf, dass ich vielleicht geschmeidiger unterwegs bin, als ich jetzt früher war, wegen der Steuerung? Ich meine, im Moment ist das natürlich auch wieder alles andere als geschmeidig. Aber man braucht hier auf der Geraden auch gar nicht mehr so viel korrigieren. Man kann mal eine kleine Korrektur machen und so, weißt du? Vorher da bist du teilweise nur zickzack auf die Kurven zugefahren, weil du ständig versucht hast, dein Auto wieder auf Spur zu bringen. Das ist jetzt schon ein bisschen einfacher geworden, auch wenn ich gerade fahre wie der letzte Mensch, ehrlich, ey. Wie viel muss ich denn jetzt noch fahren? Oh!
womit das erledigt wäre. Ja, nice. Ja, das erste Rennen haben wir auf jeden Fall schon mal ganz geschmeidig für uns entschieden. Es war lang. Es war richtig lang. Fion. Aber 10.000... Ja. Frankreich, da müssten jetzt ja Euronen sein. Exit this race and go to the menu screen. Start here when you return. Ja, bleibt mal hier, genau. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nopsi. Tschüss.